Nein, wir sollen im Dorf, wenn wir ankommen, in Mayarisi den Dorfältesten aufsuchen. Ich hätte gerne, dass dann unser Liebfahrzeug im Dorf stehen bleibt, eins Richtung Ortsausgang weiterfährt und eins bleibt quasi Ortseingang unterseitig stehen und deckt quasi den Rückraum. Nur Gunner bleibt sitzen, der Rest absitzen und Ausfall. Fahrzeug 2 hat einen Ausfall vom Fahrer. Ja, weißt du Bescheid, ne? Definiere Ausfall medizinisch oder gerade keine Connection? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich bin schon vorbeigefahren. Komisch, ne? Schnelles Update, während der Kollege zurück ist, aber na gut. Je nachdem, welchen Posten wir kriegen, aber beim Dorf werden wir absitzen und entweder den Ein- bzw. den Ausgang absichern. Und ja, der Schütze bleibt am Gewehr und der Rest steigt ab. Los, wieder dran. Hallo. Nee, Fahrer war das. Hier ist irgendwie so ein Loch unten im Fahrzeug, da bin ich aber durchgefallen. Blau, wir nehmen den das Ende der Stadt. So, jetzt. Okay, dann wiederhole ich nochmal. Blau fährt durch Richtung Nordwesten und Rot bleibt am Südosten stehen. Also den kleinen auf den Oberen. Rot sichert Südosten, verstanden. Ende der Stadt meinst du aber wirklich die letzten Häuser, nicht jetzt ganz nach oben, wo die Straßen wieder zusammenkommen, richtig? Genau, einfach ab da, wo links die Häuser sind. Das sind diese, lass es 300 Meter Stadt sein oder was auch immer das ist. Verstanden, Ende. Wir nehmen dann den Eingang, also aus der Richtung, aus der wir kommen, das Fahrt, der Ortschaft, und werden dort ein bisschen Stellung beziehen. Ja. Ich habe das Funkgerät jetzt mal auf Lautsprecher gesetzt, damit wir auch, wenn wir absetzen, verstehen, was los ist. Den letzten Funkspruch schon mitbekommen? Hat das geklappt oder muss ich da noch mal reinschauen? Ich hab nicht gehört. Okay, dann schaue ich gleich noch mal, sobald wir stehen. Meldet nördlich markant große Dünen, haben wir scheinbar irgendeine befestigte Position. Ende. Da oben liegt Charlie 4 mit der Sniper. Zustand wusste ich. Danke, Ende, Test bestanden. Okay, dann würde ich mal sagen, setze ich hier auf. Ja. So. Hallo, fahrt euch gerne weiter, wir machen nur Schlusslicht und Absicherung nach hinten. Ja, war nicht so befohlen. Fahrt mal voraus. Lass das mit abziehen. Wir sollen die Südseite sichern. Bleiben wir halt hier stehen. So. Ja,
Okay, dann setzt mal ab und dann sucht euch mal eine nette Position irgendwo in der Nähe und sichert nach hinten. Die ist anschlussend. Ich bin am MG, richtig? Genau, du bleibst mal am MG, ich dreh das Ding um. So. Er ist jetzt ein bisschen offen. Ich glaube, ich fahre dich mal bis zum Haus hinter, damit du wenigstens ein bisschen Deckung hast. Unsere Hauptsicherungsrichtung ist Süden, richtig? Richtig, wir sichern den Eingang in die Stadt, also Süd und hauptsächlich östlich eigentlich fast schon. So. Ich bin auf Yelling, auf Schrein, ja. Wenn das ist, dann solltest du mich ja hören. Und wenn der Funk ist, ich würde schon schauen, dass ich in der Nähe bin, aber du hast ja dann wahrscheinlich mehr den Funk im Ohr. Erstmal. Was ist denn dieser Scheißfrequenz? Schreien, wie war das eigentlich? Kontroll und Tabulator. Ah, okay. Dann hast du da drei Stufen, unten rechts in der Ecke siehst du da den Kopf, ne? Ja, der mit der Hand vorm Mund, ja? Ja, genau. Der Kollege. Oha. Explosion, Artillerie. Jetzt habe ich auf einmal den Funk in meinem Ohr gehabt, obwohl ich ausgestiegen bin. Was sind diese Scheiß-Spiele? So, Scheiße. Set Frequency. An alle, zieht du zur Deckung, wir kriegen deine Steinfeuer ab. Na, jetzt geht's. So, wo ist mein Kollege Nazgul? Ja, ich suche dich, jetzt höre ich dich. Er hat geschossen in der Welt, verstanden. Jo. Hast du einen, hast du einen Trenching Tool? Nee. Oh. Hast du als MG-Schütze einen Trenching Tool? Was ist denn das? Eine Schaufel, um Graben zu machen. Warte. E-Tool, ein Trenching Tool, irgend sowas. Negativ. Okay. Einschläge voraus, Richtung Ost, Süd, Ost. Dann ich setz mal vorsichtig zurück. Siehst du über die Wand oder wie ist deine Sicht gerade? Also ich sehe die Straße ein Stück nach links, sehr weit kann ich nicht gucken. Aber siehst du über die Wand oder sitzt du nicht so hoch? Doch, ich sitze, ich kann drüber gucken. Ich sehe okay. Die Straße und hinten, was dahinter ist. Gut, dann lasse ich die Karre jetzt mal hier stehen. Yep. Motor läuft, wenn es zu brenzlig wird, spring gerne in den Fahrersitz und fahr rückwärts ein bisschen. Boah. Also ich sehe hier keine 2 Meter gerade, oder? Kannst du den Feind selbstständig Feuer öffnen? Gute Frage. Okay. Gruppenführer für Team Rot kommen. Ja. Frage, wie ist der Feuerbefehl momentan? Sind wir auf grün oder ist es gelb? Wenn wir freien Kontakt haben. Erstmal Feuer halten und melden, was ist und unsere Richtung. Rot hat verstanden. Ja, halten und Meldung und aus welcher Richtung. Ich denke mal, Selbstverteidigung ist schon legitim, aber... Also jetzt nicht, wenn der jetzt 100 Meter, 200 Meter weg ist, ne? Ja. Los. Aber jetzt hast du das Radio gehört, ne? Ja, ich. Okay. Schüsse aus westlicher Richtung, Südwest, West. Wir kriegen Schüsse aus West. Ihr habt auf Kanten fein Feuer frei, aber du deutet recht, wenn er eine Waffe hat.
geschossen. Abends braucht er mal, Blut? Ja, er kriegt nochmal einen halben Liter von mir. Die sind schon tot. Okay, dann mach ich CPR. Ja, wenn du hier oben übernimmst, dann geh ich da mal runter. Nochmal den auch mal da fließen 700 Milliliter rein. Und ihr sagt, der hat 200 Puls? 200 Puls, ja. Sobald ein 80er Puls, wunderbar. Sobald es Blut drin ist, dann kann ich ihn ins Leben jieten. Ja, lost some blood, ja. Sanchi kommt runter vom Miller. Was, willst du ihm eine EP stecken oder was? Ja, hau ihm zwei EPs rein, sobald da Puls hat und Blut zusammen ist. Zwei EPs. Ja, haben wir. Einen in den Luftboot, einen in den rechten Hoden, dann wird er sofort wach. Da, abends kurz wach. Achso, aber er hat immer noch einen Blutdruck, der ist total niedrig. Nomi, kannst du mir kurz nähen? Ja klar. Dann hau ich ihn gleich wieder ab. Jetzt, wenn er es dürft. Ja, lass da erstmal noch das Blut rein und dann holen wir ihn hoch. Bein und die Arme müssten es sein. Rechtes Bein und die Arme. Richard, wie sieht's aus?
ist im Blut. Charlie, ja, da Leute, von um sich herum ein Minarett aufbauen, wir bleiben hier im Close Proximity. Close Proximity, ja. Okay. Ich glaube, also ich war nur eingegangen, oder? Hallo. Hey, Okay. Grüße. So. Grüße. Wo ist denn Nazgul? Charlie, Nazgul liegt hier. Der ist hier der am Holz liegt. Ah, der liegt da auch noch. Na ja, gut, dann. Das ist rot wenigstens vollständig. Status hier grün. Gut, dann machen wir mal engen Perimeter hier. Wir hatten hier Speakern, das ist ja fürchterlich. Ich? Für meine Truppe, die keine Funkgeräte haben. Bitte bitte nicht wieder in die Türen stellen. Ansonsten muss ich alles weiter belehren. Ja, alles gut, also macht schon Sinn. Udi, der Arms kommt. Charlie, ja. Wenn du mal hier an der Ecke sitzt und ein bisschen Richtung Nord-Nordwest absicherst, ich sprint zum anderen Ende von der Einfahrt und schau die andere Richtung. Sobald du unter Beschuss kommst, zurückfallen am Ende. Sobald er auf seinem Block gegangen ist, schießt ihm einfach jeweils einen Efi in jeden der beiden Hoden, damit er sofort war. Eine Trick hat seine rechte Hand. Der steht sofort wieder, das sag ich dir. The wind cave chamber that you? Okay, perfect. Ja, der hat schon mal eingeklingelt, wenn das der ist, wenn ich nebenbei. Nastun hätte ich noch ein Nickerchen, ich muss mal schauen, ob ich Zivit und den Rest finde. Ich glaube, sind da oben auf dem Rett. Ja. Der ist gleich wach, also der. Ja. Ich hab's hier, Charlie, komm. Meine Herren, wer ist denn da oben? Runterkommen, wir rücken weiter. Wir werden uns im Schwert. Ja, Nomi. Hi, hi. Du hast dich davor gewundert, warum wir mit einer kleinen Wunde so viel Blutverlust hatten, ne? Ja. Wir haben die Kugel ganz am Anfang vom Feuergefecht eingefangen und belagen erstmal ein bisschen, bis uns jemand gefunden hat. Ich auch. Habt ihr meine Feindmeldung mitbekommen, die ich geschrien habe? Vom Minarett aus? Nee. Nein, aber ich hab vom Minarett geworfen. Was ist unser Auto? Ich weiß nicht, wo. Wir werden uns hier sagen. Schauen. Wir verlösen gemeinsam mit allen. Das ist unsere Karre. Dankeschön. Steinbruch. Hast du das Funkgerät ausgestellt oder was? Funk ist mit Fahrzeug. Im Steinbruch.
Ja. Der ist quasi von hier uns Richtung, Richtung Westen hinter der Düne. Das ist fast gibt's hier, genau. Ja, ich war da komisch hier, ich sitze mal schnell. Das Ich würde sagen, wir fahren jetzt dann direkt zum Westen raus und fahren dann gemütlich dann da. Was ist dein Fahrzeug? In irgendeins mit dem irgendeins mit dem G. Das ist Nachricht. Das hier. Ich steig schon mal ins Nachricht. Sehr nah. Letzter rein. Warte. Nicht fahren. Keine Ahnung, ist keine Ahnung. Okay, Medikist eingeladen. Wir haben die Medikiste verstanden. Meine Herren, wir fahren Richtung Westen zum Ortsausgang. Die Straße links durchs Gemüse und dann zum Steinbruch. Ihr habt Feuer frei auf alles, was sich bewegt. Das ist ja, zum Ortsausgang. Ich folge jetzt einfach mal der Linie. Sammelt euch hinterm, hinter uns mit dem Gies. Halt, halt, stopp. Da fehlen noch zwei. KFJ und. Rot hat aufgeschlossen. Eine GL geschossen, wird dann ungefähr in die Bahnschranke. Ja, geil. Na, guck mal, der Sturm, der verzieht sich ja recht zügig, ne? Ist gut. Ja. Okay, dann fahren wir so. Ja, was halt geht. Dein Ketchup läuft sich. Ja. Alle stopp. Unser Sprettank ist rot, entsprechend. Da. Ah, okay, wir fahren jetzt zurück zur Hauptstraße. Charlie, ich möchte auf den anderen Weg fahren. Was? Wir sind rot. Tank. Das Tankmodul ist rot, wir haben aber noch Sprit mehr als drei Viertel. Ja, aber sobald die nächste Kugel reinkommt, sind wir komplett leer. Guck mal. Wir bauen Konvoi auf Straße auf. Fahrzeug auf die linke Seite und das dritte Fahrzeug auf die rechte Seite. Also wir haben zwei Fahrzeuge vor uns. Davon gehe ich aus, dass dann 2 plus 1 3 ist. Das heißt, wir müssen nach rechts. Ja, genau. Unterwerf. nach hinten. Das ist eine andere Karte. Also in dem Staub sieht man nichts. Möchte man dann noch nicht so dicht auffahren wollen. Kontakt links. Fahrzeug links, RPG, SPG. UAZ bewaffnet, linker Seite, linke im Dorf. 230 Südwest. Ich fahre immer noch weiter. Okay, mir passt. Du kannst, der kann die Lafette bloß nicht so weit zur Seite drehen. Ja. Ja. Leute, wenn ich ihn ausbooten und bekämpfen, schaut, dass ihr mit den Fahrzeugen wirken könnt. Ja, dann gucken wir mal, dass wir wirken können.
Nee, das ist die Düne noch. Wir fahren auf die Düne Richtung Südwesten hoch und bekämpfen den Feind. Feinde. Hoch auf die Düne. Am Spot verstanden. Ja, sobald du Feind siehst, darfst du los, Alter, ne? Planänderung, Kommando von Charlie Actual, über die Bahnschienen drüber fahren nach rechts und hinten den Steine runterziehen. An diesem einen Lehmgedingsgebäude. Was lauert der? Ich check gar nichts, aber Charlie 1-5. Über die Bahnschienen, das hab ich verstanden. Das ist das Lehmgebäude, ja. Achtung, wir bekommen Lack. Sind rückwärtig, genau. Ja. Ich bin heute so umgeführt, ne? Du fühlst dich umgeführt? Aber nicht nur mir, sondern... Ja, ich führe das Fahrzeug, also irgendwie klappt es ja. Das klappt schon, dann, ja. Guck mal, dass ich uns da hochkriege und dann gucken wir weiter. Was bist du für eine Rolle? GL, ne? Jesus. Ja, ich bin... Okay, dann guck ich mal, dass ich uns hier positioniere. Tschüss! Ach, der feindliche BMP! Feindliche BMP. Wo? Da ist das hinter uns. Haben wir eine Richtung für das Fahrzeug? Wir absetzen komplett. Auch Schütze absetzen. Okay. Ja, Armscar. Ah, Scheiße. Aufsetzen, aufsetzen, aufsetzen. Die sind im Dorf hinter uns. Sitze, sitze, sitze. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach. Ja, hier, vor uns. Vor uns das Haus. Aber ich glaube, unser MG-Schütze ist AFK. Armscar, Armscar. Fallteam Rot meldet Feindkontakt Nord. Die nächsten paar Lehmgebäude sind Feindkontakt. Wir werden aus der Richtung geschossen. Hallo? Sandwichen, ne? Ja. Wir brauchen eine Vorwärtsstrategie. Ja, wir brauchen eine Vorwärtsstrategie. Weiß ich nicht. Der bewegt sich nicht mehr seit ein paar Minuten. Wer ist denn hier der Chef? Reacher. Reacher. Da vorne, nächstes Set of Gebäude, ist Feindkontakt. Ungefähr 3-4 Mann. Weißt du Bescheid, ne? Ja, da werdet ihr als nächstes hingehen. Nomi, wir bräuchten mal einen Sattel. Cool. Der ist kaputt gewesen, deswegen. 2.5.0 auf ultraweit wechseln auch wieder. Sag mal, wann hat denn der die Kugel angefangen? Ja, die bei euch dann in Dishcam Jeep. Nee, das hat aber nicht auf uns geschossen. Ich hab nicht gesehen, dass der K.O. AMG war. Das ist ja auch spannend. Ich mach den Kopf. Nee, das sah auch nicht K.O. aus. Ich hab mich schon gewundert, warum er nichts sagt, weil irgendwie hat er sich ja dann doch bewegt. Kommunikation geändert hat. Seit wann wollen wir es weitermachen oder machen wir jetzt so 6 hier Armscore Fixing? Ja, das kann schon offen. Ich hab da irgendwie schon mehrere Tampons in die Brust gedrückt. Ja. Wir haben hier nur einen massiven Ausfall. Ja, ja. Ich muss schauen, wo ist der blau? Blau, blau, blau. Kopf. Lieber massiver Ausfall. Der Kopf als kann genäht werden. Ja, ich mach's mal Tose und den Kopf. Du, komplett blau. Lost a Fatal, das heißt, was sind das? 3500 Liter? Ja, Milliliter. Geil. 40 Tonnen ist leer, ne? Vorne rein, hinten raus, ne? Leute, wollt ihr vielleicht am Hardcover versorgen? Ey, was ist denn? Wir brauchen jetzt mal eine Vorwärtsstrategie, Alter. Wir müssen jetzt mal irgendwo einfluten. Wir tun uns mit Blau zusammen und fahren mit 2500 Litern. So. Ich habe hier nur aus Spaß gesagt, dass er sich nicht bewegt. Aber dass er halt tatsächlich K.O. ist, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Großer Stein, der auch erhöht ist ein bisschen. He looks very dead to me. He does look very dead. Ja, am MG sah er nicht so aus. Am MG sah er ganz normal aus. Ah, Stückchen mehr Blut. Bisschen müde vielleicht. Receiving. Okay, das kriegt er auf jeden Fall genug rein. Jo. Hat er Heart Rate? Ja. Wenn er genäht ist, kann ich ihn quasi beaufsichtigen. Ja, ihr könnt auch mitfahren. Schaut, dass ihr aber nur, dass ihr Amsel reinsammelt. Ey, komm zu uns, wenn man aufpasst. Ihr könnt eigentlich schon vorwiegen, wir fahren euch den dann hinterher. Okay, pass auf. Ich kann den auch bei uns reinschmeißen. Was ist jetzt los?
Okay, ihr kümmert euch um Armscore. Nasko, du bist hier? Ja, ich hab meine Lauf verschossen. Nomi und Richard kümmert sich um Nasko, weil die von denen... Lauf bereit? Okay, Ziel ist nach Norden rücken, richtig? Genau, er folgt einfach hinterher. Wir rücken den Typ vor und machen dann den Typ Feuerüberfall. Verstanden. Du hast Leute. Just gekillt, perfekt. Ich hab Just gekillt. Führung ist tot. Das lebe die Führung. Und er hat natürlich schon zu viel Blut verloren. Lauf Feuerkontakt mit feindlichen Fabrik. Okay, Nasko, lauf sitzen. Wir fahren schon mal vor, der Just bleibt sicher gleich wieder ab, ne? Ja, der ist schon ab. Einsteigen. Hast du das MG? Bist du vor dir. Hast du? Ja. Achso, was ist bei dir? Ich glaube, irgendwie sind hier die Fahrzeuge vertauscht. Oh, Armscope. Wer ist das? Ah, das ist Just. Jetzt? Hallo. Ja, ich bin. Alles gut. Jetzt ist drin. Wirr war es genug heute. So. Jetzt ist das Rad auch noch zerschossen, aber nur ein bisschen. Blau meldet AT-Schütze unten im Dorf. Feuerfrei bekämpft ihn. So, der arme Armscore kann man ganz einfach schießen. Kannst du das mal fahren? Ja, ich würde gerne nicht langsam fahren, aber mit einem kaputten Reifen ist das schwierig. So, kannst mal ein bisschen. Ja, schieß mal. Blau meldet Fahrzeug auf 348. Negativ, Infanteriegruppe. Infanterie 348 auf der Ridgeline. Ich werde mal ein bisschen. Bist du noch bei mir oder bist du auch K.O.? Alles cool? Boah, wenn es dich jetzt auch erwischt hat. Bist du nicht responsive? Junge. Google Medical Kopf responsive. Not responsive, ja geil. Blau arbeitet sich auf der linken Seite. Rot meldet Ausfallschütze. Erste Hilfemaßnahmen sind eingeleitet, aber Kampf und weg. Das war ein Glück heute, aber auch. Alle verringen sie weg. Attacke! Eise. Eumel für den Gewinn! Die Schlampe! Ja, sag ich auch immer. Meine Fresse. Alter, was ist denn das für ein Quatsch? Was geht hier ab? Hi, da ist der Feind. Und ich hatte einen leeren Raketenwerfer in der Hand. Und jetzt kannst du dir denken, was passiert ist. So. Ganz ehrlich. So, was ist jetzt unser Auftrag? Gute Frage. Herauszufinden, was der Rest macht. Jetzt mal eine scheiß AK. Achso, du schießt. Ich dachte, er schießt den Gegner irgendwo. Ja, da ist auch ein Gegner. Oh, ist ja schön. Gewesen.
Haben ich sehe da drüben ein Fahrzeug mit einem Kollegen. Ach, guck mal, euch geht's gut da drüben, ne? Ja. Was ist denn unser Auftrag? Was war der letzte Auftrag? Eine gute Frage. Feuerteam Rot, Frage Verständigung. Ah, Funk. Oh, die Karre ist komplett im Arsch jetzt. Immerhin funktioniert das Funkgerät. Aber Sprit ist leer und der Reifen ist kaputt. Lass uns mal hier die Gebäude sichern und gucken, dass hier wirklich alles so ist, damit wir irgendwas machen. Command 4, blau, komm. Da ist auch das Kleine hier. Das Kleine hier ist sauber. Lass uns zum nächsten vorrücken. Command 4, blau, komm. Schuss von West. Ja. Eines. Ei. Hat Geschoss gesichert. Gehen ersten. Fahrzeug. Oh, BRTM. BTA, BTA. Wo? Straße runter. Welche Richtung? Da, wo es gerade Kracht gemacht hat. Hier ist Osten. Bekämpft, effektiv, erfolgreich. Ich hab mal was mit der AT gemacht, das ist doch ganz nett. Hast du das? Ja. Ja, sorry. Pass auf, wir kommen lack. Ich hab leichte Schrapnellverletzung, ich bandage mich mal schnell. Ja. Ist hier Wundenöffnung, also dass Wunden wieder aufgehen, die verbunden sind? Ja, ist das ein Ding hier? Ja. Kann ich dich hier kurz allein lassen und sprint ich mal zum MG und zum Funk und schau, was Sache ist? Ja, mach. Bei Team Rot für Gruppenführer kommen. Status, zwei Mann momentan in der Quarry. Wir halten hier die Stellung. Wir haben hier Feind BTR erfolgreich bekämpft und sind weiterhin hier in der Stellung. Zur Information, unser Fahrzeug hat keinen Sprit und hat keinen Reifen mehr. Entsprechend ist das Fahrzeug immobil. Hi. Hat dir schon mal eine Schilke über die Schulter geschossen? Weil das passiert gerade im Endeffekt. Ach nee, das ist eine Dischkim gewesen. Auch eine geil. Dischkim. Wie schaut's aus? Keine Ahnung. Geil. So. Dann lass uns doch jetzt mal, siehst du die zwei Steine da vor uns? Lass uns mal da vorrücken, damit wir ein bisschen ins Flachfeld sehen. Ja. Wo sind die Ausfälle, Leute? Ich weiß es nicht, wir sind die einzigen. Wir sind wieder wach, unser Fahrzeug ist ein Ausfall, der Rest keine Ahnung. Ein anderer Trupp ist da drüben, zum Norden, nee, Südwesten. Nee, wo ist Armscore und Nazgul? Nazgul ist hier, Armscore ist immer noch beim Platoon Medic, oder da habe ich ihn zuletzt gesehen. Und unsere Karre ist im Arsch. Lass uns mal. Ich mag dieses Plop-Geräusch nicht, wenn ich nicht weiß, wo das herkommt. Lass uns mal gucken, was hier im Flachfeld ist. Da ist ein Fahrzeug, da ist ein Feindkontakt. Wo? Bei dem Gebäude links. Links. Ich schieße auf mich ein. Das war das unser Team. Ja. Halt mal ein Auge auf die Gegend, ich schau mal nach links die Flanke. Achtung.
ist doch irgendwas. Oben. Siehst du das? Ah, Bagger, bei dem Raupen... Oh, shit. Na, jetzt hast du es aber bekommen. Ach, du Scheiße. Juli, ich geh mal spazieren mit dir. So. Charlie für Charlie 1. Ja, wenn wir den nächsten Ausfall unten beim Regruppieren stehen unter schweren ULG-Beschuss aus dem Norden. Just. Feinkontakt. Ja, schlepp den zum Nomi zurück. Schau, dass du den Nomi findest. Feinkontakt bei dem gelben Raupenfahrzeug. Jupp, verstanden. Hallo. Pack mir die mal ein Haus irgendwo, hinter die Ecke zumindest. Hm? Haus ist gut. Er hat aber ein Ding in den Brust bekommen, das braucht ein bisschen länger. Wo soll das denn jetzt? Hier ist doch schön, ne? Ja, danke. Alter Scheiße! Autsch! Eine Granate ins Gesicht bekommen. Viel Spaß, ne? Du hast genug Bandage. Ich habe eine Kiste Sahnmaterial bei mir im Fahrzeug. Ich kann das zu dir bringen, wenn du möchtest. Boah, dann. Die Karre fährt aber nicht mehr. Es dauert also. Rudi, viel Spaß. Ich bin gleich wieder da. Wie viele Raketen hat der RPG-Schütze denn noch? Drei. Weil ich habe nur noch eine, dann würde ich fast austauschen, würde ich sagen. Ja. Wo ist der Rest? Wo ist blau? Blau ist da oben irgendwo, glaube ich. Ist das nicht blau da oben beim Felsen, West hoch? Charlie 1, hier Charlie. Charlie 1 hört. Bitteschön, hier ist eine Kiste mit Zeug. Armscore ist auch hier, das ist da. Also ich habe. Schön. Einen down, zwei down. Ich hab keinen Kontakt aktuell zu blau. Ich weiß nicht, wo blauer aktuell rumgeistert. Das ist blau, Civit. Civit und KFJ. Ja, Civit turnt gerade bei mir rum, KFJ ist down. Also verstanden. Oh, das bringt auch noch. Guck mal, dass hier einer vorgeht an die Sichtlinie, um in die Core Reveal. Ja. Numi, Senshi hat keinen Puls, kann ich tun. Dorn? Wer vernichtet alles, was da unter diesem scheiß Query ist? Lass nichts übrig. Sehr gerne. Nix mit Genfer Konvention. Ja, alles. Die haben keine Uniform, entsprechend haben sie eh nichts davon. Siehst du meinen Einschlag? So. Waffe zu. Klappe tot. Hast du eine Kugel bekommen? Ja. Charlie Flakitscher, komm. Ich klaue dann vom Gerät. Charlie Rot meldet Charlie Squad Lead momentan down. Wie sieht's hier aus? Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, jemand schläft. Das Übliche. Magst du nach hinten zum Sunny? Die anderen, gute Frage. Gibt nicht vier andere, glaube ich, gerade. Sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo der Rest ist.
Aber da unten sind noch Gegner und du hast noch einen Raketenwerfer. Siehst du diesen scheiß Kartabeller da unten? Ja, genau. Hau den mal da ungefähr in die Gegend, in die Gebüsche bei den Steinen rechts rein. Okay, alles klar. Weil da war ein großer Hotspot von Gegnern, der Rest ist, glaube ich, hauptsächlich erledigt, aber... Jetzt fühle ich mich sicherer. Rudi, magst du hier ein bisschen Stellung halten, gucken, dass sich da unten nichts bewegt? Ja, das klingt gut, ja. Oder du nimmst ihn und schleppst ihn zum Sunny, der hinter dem Haus ist. Die rücken eh gleich nach, also ist wahrscheinlich besser, wenn wir hier kurz aushalten. Ist er soweit versorgt? CPR, weiß ich nicht, braucht er Blut? Nee, eigentlich nicht. Okay, CPR reicht dann. Gar nichts. Ja, dann genau, mach ich mal CPR, dann sollte das klappen. Außer die Wunde geht heute auf, aber der ist gerade recoverable. Okay, ich schau mal, ob hier unten noch irgendwas ist im Nahbereich. Nee, sieht gut aus. Ich glaube, das ist jetzt auch frei. Ja, vorher war dann ganzer Trupp unten bei dem Kartabeller, das war dann ganz lustig. Und die Leute sterben links und rechts von mir die ganze Zeit. Boah, habe ich mit diesem Scheiß, wusstest du, dass dieser Raketenwerfer eine Mindestangriffsentfernung von 0 Metern hat? Wenn dir also ein Gegner vor die Fresse rennt und du nichts anderes in der Hand hast, dann kannst du das als Waffe verwenden. Habe ich erfolgreich schon in Probe gestellt. Wie sah das für dich aus? Ach, naja, ich war da ein bisschen schläfrig. Oh, ich liebe wieder. Jawohl. Aber Hauptsache der Feind ist bekämpft. Sieht jetzt soweit clear eigentlich aus. Ja, ist es hoffentlich auch. Frage ist auf der LKW, ob wir den holen wollen. Wäre an sich schon ganz nice zum Transportieren der Leute. Genau, ja. Oh, ist das nicht in... Aber wie viele... 350, lauf den Hang runter. 350? Ja, ich sehe das Ding da hinten. Jetzt da hinten verschwunden. Hast du eine ungefähr, oder scheiße, wo sind wir? Ungefähr 600 Meter entfernt. 500 Meter entfernt, ja, 500, ja. Hinter diese große Stufe, die letzte sichtbare Stufe, da ist er dahinter. Rechts meinst du, oder noch tiefer? Der letzte sichtbare Stein, direkt 356. Und da dahinter. 356, 356. Also da, wo der Busch ist, jetzt sage ich jetzt mal. Ja, genau, der letzte sichtbare Busch, ja, genau. Ja. Okay. Da müsste er eigentlich rauskommen. Aber irgendwie habe ich gerade eine Kugel gehört. Was schätzt du entfernungsmäßig? Das sind ziemlich genau 100, 200, 300, ja, so 400 Meter. Ich würde mal wieder die Funke wieder klauen. Er läuft links oben auf dem Hügel. Geil, Land. Ah, nach links. Hast du nicht? Er ist in meinem Rucksack. Bin ich blind, danke. Oder was ist los hier? Ach, da drüben. So, Charlie wieder ab. Magazin, Infanterie erledigt. So, ich stehe auf. Hi. Ich schau mal, wie es den Leuten hinten geht. Genau, ich wollte auch mal nach meinem Druck gucken. Wie sieht's hier hinten aus? Mal hier rüber, der läuft jetzt, solange es gut läuft. Jemand zu. Senshi ist jetzt zu? Ja. Fangen wir an zu nähen. Nazgul, wie schaut's aus? Soweit siehst du ganz gut aus, bloß brauchst du noch ein bisschen mehr Kirschsaft in dir. Ja. Nice. Ich müsste dann auch mal bei Gelegenheit genäht werden, glaube ich. Wir nehmen dann das CPA dann bei Senji. So, Armscore. Ich glaube, hier sind genug Medics gerade am Machen. Lass uns mal zur Front gehen und gucken. Okay. Charlie 1 hat noch zwei Chris Alpha sind in der Behandlung, der Rest weg ist im Feld. So, wie du sehen kannst, hier ist gerade nicht so viel los, weil die gucken jetzt gerade ein bisschen nach dem Motor, so sieht's aus. Oder ist nix? Hier ist ja nichts mehr. Hier ist ja nichts mehr, ne? Da unten waren viele, aber da haben wir ein paar Raketen reingeschossen. Ich kann es sehen, aber wie gesagt, kein Verkehr mehr. Kommt.
Genau, letzter Feinkontakt war hier im Flachgebiet, Lowlands, I don't know, wie man so schön auf Deutsch sagen würde. Entsprechend, wenn wir ein bisschen in der Richtung hier ein bisschen sichern, dann wäre das, glaube ich, nicht verkehrt. Ich sehe. Blau wieder vollzählig. Soweit? Nee, wir haben zu viele Ausfälle, dass es sich nicht gelohnt hat, bis jetzt hier runter zu gehen, aber das können wir mal machen. Wäre vielleicht nicht schlecht, einmal das abzusichern. Machen wir das. Armscore, let's go. Wir gehen hier runter, gucken hier links den Nahbereich an und schauen, dass hier kein böser Mann sich versteckt. Als wir in Kontakt kommen, direkt in die Deckung und gucken, ne? Ja. Hier ist sauber. Lass uns mal hier das Gebiet bis zum Gebäude da vorne absichern. Aha, hier darf man nicht draufsteigen. Wo? Hier, da, ja, wenn du guckst. Arbeitsschutz. Macht ja Sinn, ne? Hier, guckst du, darfst du nicht, oder vielleicht darfst du nicht gehen, also vielleicht musst du hier rennen, ich weiß es nicht. Nur sitzen. Oder so. Nur vorbei kriechen. Na gut, dann halten wir uns mal dran, gehen im Gänseschritt. Oh, aber so ein kleines Funkgerät, das wäre schon was Feines. Erster Raum gesichert. Sichert mich noch ein zweiter. Rückseite sauber. Bin dran. Bereit. Öffne. Fertig. Rechts sauber. Links vollständig sauber. Raum gesichert. Gebäude gesichert. Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Was ist das? Was? Ah, ja, alles gut. Gesichert, gesichert. Hallo, hallo. Ja gut, dann. Ist hier ein Spritkanister in der Karre drinnen? Nee, aber ist hier ist Munition für einen Mörser. Ganz viel Munition für einen Mörser. So, dann gucken wir mal, schreiben das auf, na, dass Papa das weiß. Sagen das dem Papa später Bescheid. Oder kommt da der Papa? Nee, das ist nicht Papa. Nee. Mal kurz die Infanterie da rausschmeißen. Machen sie das? Oh, guck mal. Eine AK. Das ist doch mehr Munition für mich. Guten Tag. Ich dachte mir, du bist gerade wahrscheinlich AFK gewesen. Ja, schön. Nice, KFJ. Da ist noch mehr Munition. Ah. Für die Mörser. Ah. Hast du einen Kollegen mit einem Raketenwerfer hier irgendwo gesehen? Wo kommt das? Warum ist denn hier Rauch da drüben? Ah, da, Waffe. Was sind die denn jetzt alle hin? Jetzt wollte ich hier gerade Raketen holen. Das Magazin, da können wir doch noch einmal jetzt eine Waffe nehmen. Dann jetzt ist die Waffe weg. Was ist denn das für ein Garbage Collector? Holy shit. Mist. Und kein Funkgerät in der Karre, so ein Mist. Brauchen wir noch Fahrzeuge, weil dieser LKW hier wäre fahrbereit, wenn ich das so richtig sehe. Ich würde mal fast sagen, lass uns aufsitzen und das die Karre nach oben bringen und dann können wir die Karre immer noch hinter uns lassen, ne? Ja, also die ist fahrbereit. Jupp. Cyril, willst du mitkommen? Sollen wir die Mörser einpacken? So, mein. Ja, können wir gerne mitnehmen. Schlimmsten Items too heavy. Ah, der ist doch kaputt, oder? Ist der kaputt?
Nein, irgendwie von außen. Fällt, da ist kein Gunner irgendwie. Die sind too heavy. Ich kann sie auch nicht bewegen. Ja, gut, dann bleiben sie hier. Warte mal, ich fahr mal den LKW näher ran. Vielleicht geht's dann. Machen wir das. Boah, geil, wie der Rauch rauskommt, wenn er das Ding fährst. Loading! Ja, wie? Ja. Ja, der kann jetzt nicht mehr rein. Ich glaube, wir sollten über den funktionierenden rein tun. Der andere hat ja irgendwie keinen Gunner. Keine also, Gunner dass hier so ein dicker Ural nicht beladen werden kann, ja, ist schon besonders. Ne? Aber gut, ich entlade wieder, dann schmeißt du die funktionierende Karre rein. Auch wenn wir die ganze Munition theoretisch hier lassen, ne? Da, ja, die. Da ist noch Munition drin, hier in den Kisten. Kann man da vielleicht Carol Drag? Ah ja. Hauptsächlich wollen wir ja Menschen transportieren, erstmal. So, die eine Mäuse ist geladen. Wenn du die zweite Mäuse nicht reinkriegst, glaube ich auch nicht, dass du die Kiste da reinkriegst, ganz ehrlich. Schau mal, vielleicht ist die Kiste ein bisschen leichter. Nee, could not be loaded. Nee, could not be loaded. Brauchst du nicht vergessen. Ja, brauchst du nicht für ihn. Eine kann ich mitnehmen. So. Haben wir noch einen extra Schuss dabei. Zack. So, der Rest sitzt. Weißt du was? Das Problem, dass wir zu denen gekommen müssen, hat sich erledigt, weil die kommen jetzt gerade zu uns. Ah, sehr gut. Schauen wir, muss nur lange genug rumwitteln. Ne? Ah, jetzt blute ich wieder. Charlie, sondern. Hi. Hup, hup. Leute, hockt ihr in den Ural, macht die Abwehr bereit. Wir rücken weiter vor Richtung Oase. Ja, aufsitzen, aufsitzen. Jalla, jalla, jalla. Ist Nazgul irgendwo bei euch? Ja, ich bin da. Ah, geil. Rot schnappt sich den Iltis. Blau, blau und auf dem Ural. Rot schnappt sich den Iltis. Ja. Armsko, hast du gehört? Da kommt er. Yep. Jawohl, geil. Oh, die hätten jetzt aber den Fuel-Tank schöner reparieren können. Na gut. Kommst du uns im G-Ding? Wir fahren mit dem eigentlich Angst vor, danach Iltis, danach Ural. Mach ruhig. Du kannst doch. Ja, das MG, der MG-Sitz geht nicht bei uns. Nee, ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht reinsetzen, oder? Per Elf-Menü. Auch nicht. He's gone. Get in, ja, das Ding ist weg. Ja, dann, okay. Dann ab auf dem Moral, wie auch immer, nicht gut reinkommen. Oh, hast ein Pech gehabt, sorry. Die Rauchfahrzeuge und ab geht es. Ich will hier nicht ewig so, auf geht's hier mal vor, sieht doch gut aus. Verständigung, gut. Bestätigt. Das ist jetzt aber auch umgewackelt hier. Was hat dich eigentlich vorher erwischt? Du warst ja komplett zerfetzt. Ich kann es dir nicht sagen, aber du hast doch beim Bagger irgendwie, war da noch Feind, oder? Da waren 3, 4, 5 Feinde oder sowas. Die haben dich zermörbelt. Die haben dich nicht zermörbelt, die haben dich zermörsert. Du hattest, dein ganzer Körper war eine große Wunde. Da hat es mehr Sinn gemacht, die Wunde um die Bandage zu wegkehren als andersrum. Die Abenteuer von Gulaschmann. Vollgas, hinterher. Auf die Mine drauf. Wir müssen noch da gelassen. Das ist immer ganz der Konflikt. So, Rot, wir machen es langsam, mal warten, bis der Ural aufschließt. Dann müssen wir wieder auf Dieselgate warten. Wie man bei Mad Max sagen würde, seid meine Zeugen. Wir haben Feindkontakt, nur Nordosten, Nordwesten. Warte, bleib stehen. Rechts. Entfernung weit, 2 Mann auf Düne. 330. Wie kommt das? 330. Siehst du, 330. Finde ich gewöhnlich. Oh, das geht. Jesus! Fahrzeugrot unter Feuer.
Beisteinen unterziehen, wir haben Feindkontakt. So, da drüben sind jetzt zwei Palmen und ein Stein, da setzen wir uns jetzt da rein. So, guten Tag. BGZ, Gebührenstelle. Oh, das ist mal gescheite Waffe hier. Fahrzeug rechts. Oh, KFJ hat die Kugel erwischt. Wo kann ich den nicht kriegen? KFJ. Wo kann ich nicht rückwärts gehen? Ja, drück mal WMS gleich zurück. Ey, ich bin an einen Stein gestolpert. So, haben wir einen Medic hier? Nee, da bin ich mal wieder. Nochmal. Nur ein kleiner Schuss Brustverletzung. Bein. Langsam gehen mir die Bandagen aus und ihr glaube ich auch, aber immerhin bist ihr sogar versorgt und ich mache jetzt mal sehen, ja, du hast noch nicht zu viel Blut verloren, entsprechend solltest du bald aufwachen, sobald du einen harten Herz hast. Achso, du hast einen Schuss in die Brust bekommen. Aber schön ist es hier nicht, das kann ich dir sagen. Wenn ihr noch Bandagen braucht. Nicht mal jetzt hinter dem Stein, damit du in einer besseren Position bist. So, und nochmal. Eye of the Tiger. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Ja, diese CPA-Animation ist aber auch ein bisschen affig. Kaum. Wie sieht's bei ihm aus? Ja, ich möchte halt nicht. Okay. Hast du Epi durch Zufall? Nee, ich glaube. Oh, ah, noch, Jack Epi. Ich hau ein Epi rein. Achtet. Achtung, Epi kommt. Und. Sepia. Nummer 4. Don't worry, the medic is here. Hey. Tracking. Dü-dü. Immer noch keine Herzrate. Jetzt mache ich noch einmal das CPA, aber dann habe ich keine Lust mehr. Panzer Nord. Oh, geil. Ja, doch, gar keine Stitches. Jetzt hast du Stitches, kann das sein? In den Stein direkt vor dir. Haben wir hier irgendwo nach AT? Wie schaut's hier aus? Wie schaut's bei Rot aus? 1 hört. Die Stadt vorzunehmen, dann der Waffen von Flycatcher, sobald Flycatcher. Leute, wir sollen nicht stürmen. Oder wollt ihr hier mehr? Ah, das ist schon fein, right? Rot? Nasko, Armscom? Wo ist Nasko? Ja, er ist auf dem Stein hier oben. Okay. Nasko, komm mal runter. Ja, so, warte mal. Sobald der Fleischhatcher wirkt mit der Gun, sollen wir die Stadt stürmen. Ich hole schnell Weiß hier rüber und dann stürmen wir vor. Dann hast du eine Rauchgranate. Ich habe eine, ich schmeiß die mal und dann gucken wir mal, dann haben wir wenigstens ein bisschen Deckung. Er ist gerade irgendwo bei Weiß. Was? BTR, BTR, linke Flanke, Panzer, Panzer. BTR, linke Flanke. Gott. Schuss abgesetzt!
So, jetzt ist unser... Junge, ist Jules jetzt schon hier oder was? Also, sind ihr, seid ihr bereit? Weil dann würde ich jetzt langsam initiieren. Ja, komm, dann machen wir eine Sturm. Bist du bewegbar oder bist du verletzt? Ja, ich komm schon. Okay, dann unterdrücken wir mal den Kollegen da drüben mit einem Magazin. Und 3, 2, 1, los geht's. Let's go, let's go, let's go. Rot und blau zum Steinsektor bei den Steinsektor. Crossing, crossing, crossing. So, dann rot, machen wir gleich den nächsten Schritt jetzt hier. Erstmal kurz hier warten, sammeln und Luft schnappen. Sind wir bereit? Linke Ecke sieht relativ frei aus. 3, 2, 1. Lass uns losgehen. Hopp, hopp, hopp. Rechtes Gebäude gesichert. Kann ich noch eine zweite bei mir haben? Zweite Person zu mir? Verstanden. Du gehst vor, ich sichere durch Fenster. Folgend. Magst du mich einmal kurz bitte nähen? Im Torso. Bin bei dir. Dann muss ich mich permanent wieder zustopfen. Links, rechts gesichert. Tür. Bereit? Bereit. Scheiße. Alles rein. Das ist oberstes Gestock noch nicht. Schaut, dass rot rechts rum geht, blau geht überall links rum, dass wir hier diese Oase kriegen. Wo ist denn hier der Aufstieg zu dem Gebäude hier? Hat hier jemand das oberste Stockwerk hier gesichert? Aufstieg außen treffen. Negativ. Rechts ist sicher. Oben vollständig gesichert. Sehr gut. So, rechts geht rechts. Nee, rot rechts rum, ne? Wir rücken noch nicht in diese Zeltzeug vor. Noch nicht? Noch nicht. Rot wird sich da vorne bei dem Wellblechzeug positionieren, ja, ne? Pass auf das Fahrzeug, das könnte eine ID sein. Alter, ich bin im Fahrzeug. ID, ja. Fahrzeug verstanden. Nein! Geh zurück, zurück, zurück. So. Sollen wir auch die... Fahrzeuge? Was ist denn bei dir bei uns? LKW, Feind LKW, Nordwest. IDs in der Kiste und Aluminium zum Aluminiumhut bauen. Ja, die Typs da oben sind das Problem, am Horizont. Ja, dann würde ich sagen, sollten wir uns trotzdem hier bewegen, ne? Was ist nun? Okay, scheiß auf die IED, wir rücken jetzt rechts vor. Let's go. Den Abstand halten zum weißen Fahrzeug hilft nichts, kann man nichts machen. Aber wenigstens ein bisschen verteilt. Okay, wenn du dein MG hier aufsetzen kannst, komm zu meiner Position. Zwischen den Bäumen, der LKW, schau mal, dass du darauf wirken kannst. Entfernung machen wir 300, 400 Meter. Bisschen höher, bisschen höher. Obwohl, ich glaube, ganz ehrlich, da macht der ZU-Truck schon die ganze Arbeit. Fahrzeug links, Fahrzeug links, Fahrzeug links. Fahrzeug direkt west. Mein Fahrzeug west. Bekämpft. Lass uns mal zu diesen zwei, zu den Steinen da vorne vorrücken.
Okay, hier haben wir auf jeden Fall mehr Sicherheit als irgendwo anders. Ja. Halten wir mal kurz hier. Wir sind aber unter starkem Beschuss, also Kopf unten halten. Magazin. Was? Wo ist der dritte Mann? Nazgul ist irgendwo beim RKW. Rück mal nicht weiter vor, ich weiß nicht, was da noch am Feind kommt. Nee, 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 da, wir bleiben hier, aber hier haben wir wenigstens ein bisschen Deckung. Ja, passt. Siehst du, wo der kommt? Ja, erledigt. Er hat links gekrochen. Okay. Immer in Bewegung bleiben, das ist alles gerade so ein bisschen unschön. Weißt du was? Okay. Granate! Sehr gut! Zweites Fahrzeug oben links. Wie viel Schuss hast denn du noch? Oh, was ist das? Geh mal ein bisschen in Deckung. Kommen wir zum Stein hier rechts. Ich glaube, wenn er möchte, dann kann er dich ganz schnell erwischen. Ich bin noch vorne bei Rot. Weißt du, was ich jetzt ganz gerne hätte? Mehr Magazine. Nee. Ja, ich glaube, ich habe nur noch... Der ich habe noch ein bisschen was. Kommt auf uns zu, glaube ich. Ja, soll er das ruhig, weil dann können wir besser wirken. Ich packe mal meine Magazine neu. Ich bin gerade im Moment außer Gefecht. Aber unser Ziel ist gerade einfach, den Stein hier zu halten und alles, was näher kommt, ein bisschen zurückzutreten. Der Typ hat keinen Banner mehr, fährt aber weiter noch auf uns zu. Verstanden, aber ich kann ihn gerade nicht sehen, der ist hinter dem Baum. Gebüsch. So. Ja, Armskopf, wenn du hier zu mir links kommst, da ist ein Fels, da kannst du dann MG, glaube ich, ganz gut draufsetzen. Fahrzeug kommt links, Fahrzeug kommt links. Was ein Timing gewesen. Kann das sein, dass mein MG kaputt ist? Da kann ich nicht mehr schießen. Du kannst einen Jam haben. Mit Shift und R kannst du den Jam clearen. Ja, danke. Brauche ich alles soweit fit oder muss ich einen auslösen? Du kannst mir AK-Magazine bringen, falls du dich hast. Ah. Negativ. Oh, schade. Oder wenn du kurz hier hältst, dann sprint ich mal kurz zu dem Jeep da nach links. Kurs. The fucking Mosin hier. In the Moon, Alter! Komm ich hier rein? Ist ein schönes Auto. Ja, aber ich kann nicht an den Fahrer. Ist der. Hier den Gunner. Ist er nicht Front Right Seat? Ja, muss auch mal auf den Boden schmeißen und dann geht das Ganze. Ja, ach so, Patient ausgeladen oder wer hast denn das jetzt gemacht? Da, ach du Scheiße. Bist du okay oder brauchst du. Ist ein bisschen kaputt. Hat der hinten drinnen Magazine? Nein. Immerhin Granaten. Ah, ja, kannst du fahren. Überall keine AK, alles hier fucking. Da hinten liegen ganz viele. War alles halt ein bisschen weit, ne? Schaut ja vorne aus, Nazgul ist wieder ab. Nazgul ab? Ja, bei uns ist er nicht an. Nee, er ist wieder ab, nur der Info, er kommt gleich wieder. Ah, verstehe.
Jochi ist ganz entspannt gerade. Wir hatten so bis vor kurzem noch Feindkontakt, also die Gegend da vorne in die Zeltstadt ist bestimmt noch feindlich. Okay, aber dann rücken wir viel langsam in die Zeltstadt vor und klären die jetzt. Charlie, ich stelle Antrag. Ja. Charlie, ja. Wir rücken jetzt vor und klären die Zeltstadt. Was ist Käfig? Juli, hast du gehört? Flycatcher deckt durch, komm. Funktioniert ja hier alles mit Backschisch. Backen. Auf dem Heimweg würde ich dir gerne den Benz mitnehmen. Wenn da keine IED drin ist, und unser Medic Point ist auf der Tonne C4, ne? Also. Schaut, dass wir zusammenbleiben. Rot hier auch rüber, dass wir eine kleine Linie bilden. Okay, sammeln links. Aha. Der Bulli ist natürlich auch geil, aber der ist nicht schön. Mir ist eingefallen, dass ich noch mal eine Blechpistole in der Tasche hatte. Verstanden. Was hat er gesagt? Wir sollen die Zelte checken? Ja, die sind entweder auf oder zu, die kannst du nicht aufmachen. Handtaschen, wie schlecht. Oh, geil. Hm. Das mitbringen? Also ist hier alles hier oder wie? Oh, hier ist nichts mehr. So, dann klaue ich mir jetzt. Klaue ich mir noch AK-Magazin. Feldschatz ist gesichert, soweit alles clear. Sieht nach einer ehemaligen Reisegruppe aus. Erhebliche Menge an Reisegepäck gefunden. Also zurück zum Medic Sample Point, Leute. Schaut, dass ihr noch was lootet, wenn ihr was braucht, aber dann geht's zurück zur Hauptoase oben. Hat hier irgendjemand einen Typ mit einer AK gesehen? So eine Scheiße. Charlie, komm. Negativ. Braucht doch nur die. Ich hab hier vor meine AK entladen, also ob ich 20 Magazine dabei hätte. Hier ist noch eine AK. Hier ist noch eine AK mit Scope. Das ist eine G. Und er verschwindet sofort. Hat die ein anderes Kaliber, ja? Charlie, das ist ein anderes. Ach nee, das ist das gleiche Kaliber. Charlie, ja. Egal. Wir haben unter dem Band eine Leiche gezogen, die eine höherwertige AK hat als alle anderen. Er ist seit am 13. abgesoffen. Könnte es eine gesuchte Person sein? Galil. Das war eine Galil. Ich frag mal nach. Adler hier, Charlie, komm. Abu irgendwie hieß er. Ich hab den Namen leider nicht schnell genug lesen können. So, Abu McDonald's. Das ist eine ID, oder? Das ist keine ID, den hab ich mitgebracht. Das ist im Kofferraum. Den hast du das Auto, von dem du vorhin erzählt hast. Ja. Adler hier, Charlie, komm. Hey, das ist gut. Hi. Ah, nee, das ist. Ich hab's gesehen. Ach, der Nasco wäre mal wieder aufgetaucht. Aber ich glaube, dass den sehen wir heute nicht mehr. Also ich war heute auch mehr tot als alles andere. Ja. Vor allem der erste Angriff auf die erste Stadt, das war ja. Ich habe nicht gesehen, wo es herkam. Ich kam nicht rum mit dem MG und dann ich bin noch 5 Meter rückwärts gefahren, in der Hoffnung, dass ich uns irgendwie anders positionieren kann, aber dann zack. Und dann habe ich gehört, du sagst noch irgendwas, dass du nicht wirken kannst oder sowas. Und dann habe ich von dir auch nichts mehr. Da dachte ich mir auch, ja, okay. Haben wir ein bisschen gewartet. Ach, im Zorn. Hi. Ich hätte hier noch was für dich. Oh, geil. Kannst du das hier verstauen in der Zwischenzeit? Ja, das passt rein. Darf mir niemand nachsagen, dass ich Material im Gebiet zurücklasse. Okay, dann verlegen wir mal zurück zum Medic Point. Ich glaube, abends kommt auch mal eine Bandage. Ja. Lauf ich wieder aus? Ja. Wo liegt denn diese komische Leiche? Wir sollen den Dude mal fotografieren und das mal mitnehmen. Da unter dem Sand. Wenn du die Schaufel dabei hast, findest du ihn vielleicht. Ja, gehen wir mal wieder zurück. Achso, der... Abu Del Dings da, Del irgendwas. Ja, pass auf, hier liegst du dir als Treibstand, da würde ich nicht reingehen. Hallo. Warte, das ist nicht Nasco, ne?
Nee. Der ist ein weißer. Ach, das war Senshi, glaube ich. Ja. Ja, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel. Alles gut, alles Frust gut. Und. Nein, alles gut. Leiden meisten, verursacht mit meiner Führung. Am meisten musste ich über die Sprüche lachen beim Zusammennähen hier mit 3500 Litern Blut und so. Das war genial. Ja, genau, aus so einem Container haben wir das nämlich gemacht. Jo, oh gut. Ey, that's cool. Den gibt's ja doch noch. Moin. Moin. Ey, ich sag's euch, ich habe jetzt 2 Stunden lang, ja? 2 Stunden lang war ich jetzt einfach nur tot. Ja, auf dem schwarzen Bildschirm. Und in der Sekunde, wo ich den ersten Feuerkampf führe, schreibt mein Kind: Papa, Pipi machen! Wo habt ihr denn die Tinfoil Heads? Ach du Scheiße. Die gibt's in der Hütte hier. Auweia. Das ist der Zugtrupp. Weg von der Kiste, weg von der Kiste, weg von der Kiste. Ich möchte keinen töten. Dankeschön. Ja, du verbrühst dir halt den Schädel, aber gut. Da kocht das Gehirn auf jeden Fall. Die 3 von der Tankstelle. Gab's nur 3 Stück? Nee, da gibt's noch mehr. Da musst du die selber basteln. Da gibt's eine Packung, die ganze. Ja, das es gibt Crafting-Mechaniken hier? Das sind Tarnkappen. Um anschließend dann zurückzufahren zu FOB Elant auf dem gleichen Weg, wie wir gekommen sind. Break, 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 Snarky! Scheiße. ME2 Helikopter! ME2, komm, die baller ich weg. Ja, wir hatten an der Basis ganz viele von denen. Wir kriegen eigene. Feuer halten, Feuer halten, Feuer halten, eigene Kräfte. Oh, das ist ja wie auf dem Antistasis-Server. Wir laufen zwar zum zur Moral, aber den Rest haben wir nicht verstanden. Nicht feindlich verbündet. Wie ist der nicht durchs Gebiet? Ich meine, eine Wüste haben wir hier auch. Helikopter ist feindlich, feindlich. Ach, auf Clear Backblast! Leute, ich sehe keine Kondensstreifen. Ich glaube. Chemtrails gibt's hier gar nicht. Ja, aber die Erde ist flach, flach, ne? Ja, das siehst genauso du hier, besonders Witzig, an dem Berg siehst du das hier. Was ist denn eigentlich, den Piraten eigentlich der mit 120 mm Sprung? Das war vom Mörser, ich hab da viel wird mal wieder mitgenommen. Geil, Macher. Ey, du musst mal wissen, bis uns der Ende. Wir müssen zurück. Jetzt hat er die Felge verschossen. Ey, das ist so lächerlich. Ich habe einfach nichts von der Mission mitbekommen. Ich auch nicht. Ja. Gar nichts. Also ganz wenig. Also mein Nile of Assets war das. Ich habe keine Informationen von mir. Auf jeden Fall. Das nervt mich, Alter. Ich glaube, ich muss eine Armbarpause einlegen. Was nervt dich? Ich hab die nichts von der Mission aber war mitbekommen, einer gar nichts, gefahren? Weil ich nur tot war. Oh, wow. Ja, da hilft mir mal nicht so viel. Zack. Möchte von euch jemand die Ehe zurückführen oder will jemand Ural fahren? Ich kann irgendeine Karre fahren, egal. Also, dann müssen wir noch den Ding, die Ehe da mitnehmen. Ist der Hilt jetzt dran?